Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der AEG Hauspost. Es geht heute um die Büstengalerie. Das sind Persönlichkeiten, die sich besonders verdient gemacht haben um Berlin, die mit Berlin besonders verbunden waren, und ich werde die gleich zeigen. Jetzt möchte ich mich aber erst mal kurz vorstellen. Mein Name ist Almut Lüder. Diese Büste stammt von Wieland Förster. Er stellt Willy Brandt sehr aufgeräumt, sehr überlegend dar. Es gibt eine Skulptur, die weitaus bekannter ist, nämlich von Rainer Fetting. Die steht im Willy Brandt-Haus und zeigt einen Willy Brandt, der übergroß ist und sehr aufgewühlt ist. Der ist schon tausende Mal im Fernsehen zu sehen gewesen. Hanna Renate Laurin. Sie war von 1991 bis 1995 Präsidentin des Abgeordnetenhauses. Eine wichtige Zeit, denn in ihrer Amtszeit fällt der Umzug hierhin in dieses Haus. Entsprechend hat sie die erste Sitzung auch geleitet, und zwar im April 1993. Antoinette, die Künstlerin, die stellt sie ja hier so ein bisschen sonderlich dar mit diesen zwei Tollen vorne. Ob ihr das so gefallen hätte, ich weiß es nicht. Aber sie hieß ja nicht umsonst Hanna Renate Laurin, so haben sie Berliner sie gerne genannt, aufgrund ihrer Schaffenskraft, aber auch ihres Humors. Wir sind hier bei Walter Momper, mit einem sanften Lächeln auf den Lippen, besonders verbunden hier mit Berlin als politischer Kopf. Und er war regierender Bürgermeister von 1989 bis 1991. Er war Bundesratspräsident von 1989 bis 1990. Und er war Präsident des Hauses von 2001 bis 2011. Vielen Dank, Walter Momper. Ihm haben wir es nämlich zu verdanken, dass wir hier überhaupt eine Büstengalerie haben. Sie ist entstanden, nachdem Walter Momper zwei Dauerleihgaben zur Verfügung gestellt wurden, mit keinen geringeren als Willy Brandt und Friedrich Ebert. Es wurde ein Konzept erstellt, 2004 passierte das, 2006 wurde dann diese Büstengalerie eingeweiht. Jetzt haben wir das Jahr 2020 und wir gehen stark davon aus, dass noch einige hinzukommen werden.